So, wir sind wieder. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18. Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Was hat man denn bitte schön zwei Spiele Sperre, wenn man eine rote Karte bekommt? Hä? Wir haben doch jetzt schon ein Spiel gemacht mit der Bundesliga. Ich muss jetzt noch eins machen mit der Bundesliga, weil, ja, es gibt keine Heilungskarten gegen rote Karten. Und ich nehme da jetzt auch niemanden anderes rein für ein Spiel, sondern mache einfach noch eins mit der Bundesliga. Aber was ist denn das bitte schön? Also, das ist mir ja komplett neu, dass man zwei Spiele gespielt. Das hatte ich noch nie. Dass man zwei Spiele nach einer roten Karte gesperrt ist. Dann sollte ich vielleicht doch ein bisschen mehr aufpassen, dass ich keine roten Karten fress, weil. Oh, guck mal, der hat auch ganz die Brasilien. Weil, ja, rote Karte ist scheiße. Also bei zwei Spielen Sperre vor allem. So, wir konzentrieren uns, wir versuchen vor allem wieder in der Abwehr solide zu stehen. Und ich gehe eh davon aus, dass ich das Spiel verliere. Gutes Team hat der Gegner da. Und ja, aber ich bin halt gerade einfach nicht so gut. Und ich glaube, wenn ich mit Demut rangehe an die Spiele, da läufe ich besser. Und ich darf nicht direkt wieder durchdrehen, nur weil es vielleicht 1-0 steht, auch wenn der Gegner lackt, wenn er das Tor schießt. Ja, konzentrieren uns. Er will wahrscheinlich ein 4-1-2-1 holen. Das habe ich gar nicht gewartet und geguckt, aber egal, er braucht auch ziemlich lang, wie man sieht. Das hat er aber nicht so gut gemacht. Sehr schön von und mit Alaba. Scheiße. Bei der Verfolgungsaktion gestorben, Arangis. Tut mir leid. Schön gemacht mit Goretzka. Hätte ich eher mich umorientieren müssen. Oh, er steuert gerade nicht. Nice luck. Nice Luck, lacker Tor, scheiß drauf. Ich meine, wir haben eigentlich genau richtig gespielt, wir sind dran geblieben, wir haben ihn dazu gezwungen, aus einem superspitzen Winkel abzuschließen und vorher hat er eigentlich auch schon den Ball verloren gehabt und hat ihn dann einfach nur durch Glück wiederbekommen, von daher schießen wir jetzt auch einfach ein lacker Tor. Wollte ich natürlich auch nicht hinpassen, logisch. Oh. Womit ich den scheiß Frustgrätschen aufhören, ey. Hätte auch eine rote sein können in der Situation. Sehr schön mit Werner.
Selber vorgelegt, sehr geil. Auch wieder schlecht verteidigt. Nice Luck. Was soll ich dazu sagen? Aber egal, wir sind eigentlich dran, würde ich sagen. Boah, wie eine Stunde braucht die Bayern, um die Kontrolle zu bekommen. Elfmeter. Boah, ey, komm, lang einfach noch mehr rum. Wie er halt Alaba einfach nur umreißt und er deswegen das Tor nicht schießt. Aber egal, wie gesagt, wir sind dran, wir sind der beste Spieler und es wird Zeit, dass wir hier mal den Ausgleich machen. Grandios gespielt, wieder von Goretzka, schönes Stellungsspiel, komplett versaut. Nächste Foul, was nicht geahndet wird. Doch, es wird geahndet. Fick dich. Wollen die mich. Ey, der Elfmeter von Alaba wird nicht gegeben und ich drück mich einfach nur vorbei und es ist ein Foul, ey. Unglaublich. Gespielt der Laufpass, aber egal, wir sind dran, wir sind der bessere Spieler. Wir werden wahrscheinlich trotzdem verlieren, aber wir haben zumindest die Chance, hier irgendwie was zu reißen. Wie gesagt, der Elfmeter, das Tor vom Gegner war Glück, der Elfmeter wurde nicht gegeben. Was will man machen? Krass gehalten von Ederson, war eigentlich ein guter Schuss. Sokrates! Oh, er macht's nicht, aber krass, Sokrates. Guter Schuss. Oh, fuck. Leider ein passenden Rücken, aber ich denke, ich muss es probieren.
Ich glaube, Origi hat keine Power mehr, habt ihr das richtig gesehen? Irgendwie drin, scheiß drauf, irgendwie drin. Ich weiß nicht, ob das Tor für ihn zählt, ich glaube, es war ihr Eigentor. Ah, Hauptsache irgendwie drin, die Mummel, ey. Nice. Kämpfen, beißen, dranbleiben, Freunde. Ja, logisch, die haben alle beide keine richtige Power mehr, weil die haben ja auch mit weniger Fitness gestartet. Deswegen ist es ganz gut, wenn wir jetzt schon mal beide wechseln. Hoffentlich wird man nicht in die Verlängerung, ey. Also, ich will natürlich in der regulären Spielzeit gewinnen oder die Verlängerung. Ich will jetzt nicht verlieren und deswegen nicht in die Verlängerung. Ja doch, ich glaube, Werner war zuletzt dran mit seinem Fuß, deswegen wird das schon als Tor für Werner zählen. Ist das geil. Hat das als Tor für Werner gezählt? Ja, ne? War nicht 100% ersichtlich. Schön gemacht mit Tolisso. Der Pass war richtig scheiße. Der passt aber zum Glück auch. War da jemand dran? Ja, ich hatte echt Angst, dass er den so vorbeigeschossen hat. Fuck! Scheiße. Oh, zum Glück genau richtig hingestellt mit Alaba. Fuck! Oh mein Gott, Werner, du elendes Biest! Was für ein Tier, ey! Macht er noch so ein Ding? Macht er noch so ein Ding? Sehr geil! Sehr geil! Sich nach außen wegdreht. Krass! Wie bei diesem krassen Konter, ey. Mit der Flanke von Arangis. Nice. Der war ja eigentlich noch anspruchsvoller, weil er auch ein weiter weg. So, und jetzt haben wir das Spiel gedreht und werden es auch nicht mehr abgeben. Es ist ja absolut verdient, dass wir hier führen. Habe ich zu lange gealbert mit dem Ball. Nein, was mache ich denn? Oh, Glück gehabt, dass er es auch verkackt hat.
Alter, krass gespielt. Das war auch genauso geplant, der Pass. Der Pass war genauso geplant. Oh, und er bricht ab. Nice. Danke, das ist gut für meine Fitness. Also nicht für meine persönliche, sondern die von meinen Spielern. Geiles Tor. Schöne Vorlage, Alessandrini. Schönes Ding, Arangis, der auch mal wieder mal schön am Durchdrehen ist. Mal gucken, ob er jetzt wieder bei einem Scorerpunkt pro Spiel ist. Tore. Zweimal Werner, einmal Arangis. Vorlagen. Einmal Alessandrini, einmal Bailey. Spiel gedreht. Sehr geil. Das kann passieren, wenn man einfach mal ruhig bleibt und nicht durchdreht, verdammt. 20 Spiele, 17 Tore, 8 Vorlagen. Das ist auch schon mal geil. 202 Spiele und... Krass. Er hat's geschafft. Er ist wieder über 200, also er hat mehr Spiele, er hat mehr Scorerpunkte als Spiele. Und zwar 128, 130. Nee, er hat 201, oder wenn ich richtig sehe. Er hat 201 Scorerpunkte und 202 Spiele, aber es ist trotzdem krass bei so vielen Spielen, dass er fast einen Scorerpunkt pro Spiel macht. 55 Spiele, 23 Scorerpunkte ist gut. Ne, das wollte ich gar nicht gucken. 81 Spiele, 10, 20, 28, 32 Scorerpunkte ist auch gut. 14, 13, 142, 132, 5, 12, okay. Aber jetzt sind auch die Brasilianer wieder tibi-tobi. Ich glaube, Sniper boostet auch den Volley-Schuss, also den Volley-Wert. Deswegen hat Werner wahrscheinlich auch diese geilen Volleys gemacht, weil er, glaube ich, den anständig geboostet bekommt von dem Champions Freestyle Sniper. Sehr schön, so kann es weitergehen. Es hilft echt, wenn man sich einfach mal konzentriert, und zwar auf die Abwehr, wenn man sich wirklich mal nicht versucht, alles auf einmal geiler zu machen, sondern wirklich mal gezielt nur versucht, sehr solide zu verteidigen. Weil nach vorne, da fällt immer mal einer rein, aber nach hinten, man muss man einfach 100% konzentrieren. Was jetzt auch weiter mache, schön auf die Abwehr achten. Ich gehe davon aus, dieses Spiel zu verlieren. Erstens habe ich die letzten Spiele gewonnen, dann kriegt man auch mal bessere, spielerisch bessere Gegner, und Gegner hat auch ein sehr gutes Team. Ja, und ich bin einfach gerade nicht so gut, deswegen immer schön mit Demut rangehen. Aber ruhig bleiben. Ich habe gerade 1-0 hinten gelegen und habe trotzdem noch 3-1 gewonnen. Come on. Schlechter Pass von Alves. Hat er ernsthaft geschossen? Krass. Nein, auf den wollte ich nicht passen, aber Neymar macht es trotzdem noch gut. Oh, und die haben so ein bisschen Platz gelassen für Neymar. Das hat er leider rechtzeitig noch gesehen. Dass er da jemanden komplett blank lässt, und deswegen konnte ich nicht mehr anspielen, weil sonst hätte er natürlich mit Firmino abgeschlossen. Super schwacher Pass von Neymar auf Raphael, schade, weiß ich nicht. Also eigentlich macht er ja über. Es war, glaube ich, das allererste Mal, ohne Scheiß, das allererste Mal, dass der Neymar einen relativ einfachen Pass verkackt. Ich habe noch nie gesehen, dass Neymar, also dass mein Neymar einen Pass verkackt hat. Egal wie schwer der war. Hat eigentlich immer perfekt gespielt. Ja, ich hätte nicht vorlegen dürfen. Oh, der Pass war krass. Ich glaube, der war nicht so geplant. Also da war bestimmt Glück dabei, aber manchmal macht man halt auch durch Glück krasse Pässe. Schade.
Dieser Dembele ist echt total nervig. Boah, da war Willian doch eigentlich schon dran. Casemiro. Schwacher Pass. Ich glaube, Telles war's. Ja. Abgefälscht, wenigstens meine Ecke rausgeholt. Abwehr steht ganz gut, macht aber auch teilweise simple Fehler. War sogar eine geile Flanke. Neymar hat leider das Kopfball verloren. Genau im richtigen Moment eigentlich Gustavo dazu geholt. Ich dachte echt, das gefällt so ein Lackertor. Glück gehabt. Standen eigentlich gut und wie gesagt auch Gustavo gut geholt, aber er behält da nicht den Ball. Ich habe auch schon überlegt, ob ich vielleicht wirklich Gustavo mal gegen Fernandinho Inform oder sowas tausche. Gustavo ist zwar der deutlich bessere Sechser, aber er ist halt einfach träger, hat nicht so das Dribbling etc. Und das hat man gerade auch wieder gesehen, dass er doch etwas träge ist, deswegen. Mir den Gedanken gespielt, da doch mal jemand anderes zu probieren. Oh, schwacher Abschluss. Ach so, Ecke, okay. Wo geht der denn hin? Has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Schade. Nein! Bin ganz zufrieden, aber es ist ein relativ ausgeglichenes Spiel. Auch wenn ich deutlich häufiger geschossen habe als der Gegner. Hat sich irgendwie gar nicht so angefühlt.
Boah, wie konnte der denn nicht drinne sein? Krass. Danke, Neto. Wieder gut gemacht von Miranda. Toller Pass. Nächste Ecke, ja. Oh! Na also, boom! War aber auch nicht gut verteidigt von ihm. Hat halt auch wieder den Ball schlecht rausgespielt. Sehr schön, Raphael, nice. Da geht auf jeden Fall viel mehr ab in der Brasilianermannschaft als in der Bundesliga, finde ich. Und ich habe auch das Gefühl, dass dieses Position halten und nicht alle Freiheiten, dass das besser funktioniert im Angriff. Das ist aber auch nur subjektive Wahrnehmung. Wahrscheinlich hängt es einfach nur damit zusammen, dass ich mich so auf die Abwehr konzentriere. Eine gute Abwehr hat auch immer große Chancen, ein Spiel zu gewinnen und es solide zu bestreiten. Deswegen ist das jetzt eigentlich nichts, oh Gott, Besonderes. Da hat leider mal der Heel-to-Heel geklappt. Peinlicherweise, aber ich glaube, das hätte auch ohne den funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich wollte auch eigentlich auf Roberto Firmino spielen und nicht auf Neymar. Getunnelt. Modric erstmal schön in den Lauf schicken, komplett sinnlos. Oh, da haben wir Glück, dass es keinen Elfmeter gibt. Also, es war auch keins, aber natürlich manchmal ist die Hit Detection dann so beschissen, dass er dafür einen Elfmeter geben will. Wieder macht er das. Oh, ich dachte, er macht mit dem Kopf, also die Rückgabe, dass er es in der Hand nehmen kann. Schade, da habe ich nicht gut genug gezählt, glaube ich. So, da steht 0-1. Wie sieht's denn aus mit meinen Auswechselspielern? Nee, ich glaube, ich lasse es. Ich glaube, ich lasse es. Und wenn ich jetzt noch einen Unentschieden fressen und dann vor allem in die Verlängerung geht, dann wechsle ich. Gut gemacht mit Miranda. Das war auch ein Foul, aber Firmino setzt sich durch.
80. Kann man auch langsam mal über Zeitspiel nachdenken. Oh. Oder man versucht halt einfach noch ein Tor zu machen, was leider schief geht. Jetzt halt aufpassen, dass man keinen Konter frisst. Ecke, nicht so geil. Und er ist dabei bei uns. Das hat sich gelohnt. So, jetzt können wir aber ein schönes Zeitspiel machen. Ich weiß nicht, warum er den Pass nicht außen durchspielt, den Laufpass, den unbedingt innen durchspielen muss. Ich meine, es hätte fast geklappt und es wäre super geil gewesen, weil dann laufen wir halt geradeaus alleine aufs Tor zu, aber ja, es hat ja nicht geklappt, ne? Und ich denke, wenn man ihn außen durchspielt, dann klappt es auf jeden Fall. Auch interessant. Komm, pfeif ab. Danke. Verdient gewonnen am Ende, muss ich sagen. Erste Hälfte war sehr ausgeglichen, aber am Ende haben wir dann doch gut Druck gemacht. Und wie gesagt, auch verdient gewonnen. Rafael macht ein schönes Tor, Vorlage Casemiro. Ich dachte, Neymar hätte die Vorlage gespielt. Hm. Gut. Sehr schön, es läuft deutlich besser, seitdem ich mich wieder auf meine Abwehr konzentriere. Und dann würde ich sagen, Daumen nach oben, bis zum nächsten Mal, euer Paxis.